wie ist die Situation jetzt und was sollte getan werden? Das wird ja allgemein das Ganze als Problem angesehen, weil so viele Leute kommen. Was denken Sie, wie ist die Situation jetzt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und was sollte getan werden? Also ich habe gar keine Erfahrung gemacht. Die Leute tun mir richtig leid. Ich kann verstehen, dass sie da weg möchten. Und ich bin der Meinung, dass man sich eben darum kümmern muss, dass die da nicht weg müssen. Und dass die, die hier sind, wieder zurückgehen. Das ist doch ihre Heimat. Und ich glaube nicht, dass die Leute hier glücklich sind. Das ist andere Religion, andere Zivilisation. Ich glaube nicht, dass die hier glücklich sind. Die müssen sich ja hier anpassen. Das werden die nie tun. Glaube ich nicht, dass die hier glücklich sind. Und wenn noch mehr kommen, die Leute muss man ja verpflegen. Die Leute müssen Unterkunft kriegen. Wie soll das weitergehen? Also ich bin da, ich kann es verstehen. Wenn ich in einem Land leben würde, wo es Krieg ist, dann möchte ich da auch weg mit meiner Familie. Aber in dem Moment ist mir das egal, ob das Deutschland ist, Schweden oder Tschechoslowakei oder wer auch immer. Man kann ja nicht sagen, ich möchte nach Deutschland. Die machen keinen Urlaub. Das ist meine Meinung. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Also ich habe da eine sehr weit gefasste Meinung zum Thema Flüchtlinge. Und zwar müssen wir, die Deutschen und die Flüchtlinge, sich erstmal aneinander gewöhnen. Das bedeutet, am Anfang war es einfach, es kamen nur ein paar Flüchtlinge. Jeder wollte denen auf jeden Fall helfen. Wir haben zum Beispiel ein Fußballturnier veranstaltet, haben da Spendengelder gesammelt. Inzwischen wird das ganze Thema ein bisschen kontroverser diskutiert, weil die Flüchtlinge haben ein bisschen, ich sag mal, brauchen Geduld, sich an das deutsche Grundgesetz zu gewöhnen und sich damit irgendwie so ein bisschen zu identifizieren. Das wird sicherlich ein großer Punkt sein, der wichtig ist für mich, dass das passiert. Andererseits müssen wir Geduld haben und können nicht erwarten, dass es jeder von jetzt auf gleich schafft, weil die meisten Flüchtlinge aus einem ganz anderen kulturellen Background kommen, als wir uns das vielleicht auch teilweise vorstellen können. Und ich glaube einfach, dass da die große Schwierigkeit besteht für die Deutschen und auch für die Flüchtlinge, dass es Zeit braucht und dass wir jeder dem Ganzen Geduld schenken muss. Ich selber habe halt sehr positive Erfahrungen gemacht mit Flüchtlingen. Bei uns im Ort gibt es jetzt auch vergleichsweise viele, sage ich mal, auf die Anzahl der Einwohner. Sind aber noch nie jetzt negativ aufgefallen oder so. Ich versuche mich auch manchmal mit denen zu unterhalten bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, um so ein bisschen mitzubekommen. Ja, also ich glaube, dass das... So meine Meinung zum Thema Flüchtlinge ist, ich bin eigentlich ganz froh, wir können beide davon profitieren, sicherlich. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, irgendwann ist es dann vielleicht zu viel und man mutet dann den deutschen Menschen in diesem Fall ein bisschen zu viel teilweise vielleicht dann zu, wenn es jetzt immer noch mehr werden würde. Weil jetzt haben wir so meines Erachtens schon so eine Kapazitätsgrenze erreicht, wo man erstmal vielleicht stoppen muss, um zu sagen, jeder muss sich erstmal dran gewöhnen, ansonsten wird es zu viel. Das ist im Moment natürlich eine brandheiße Frage, eine super aktuelle Frage. Und ich denke mal, ich habe eine Meinung, die ein Großteil der Frauen oder der Menschen oder der Dortmunder eben auch hat. Das Ding ist, wir sind natürlich alle, jeder normal denkende Mensch ist dafür und muss das einfach auch befürworten, dass Flüchtlinge, die Asyl suchen und Asyl brauchen, hier auch Unterschlupf und einen Anker finden. Ne, dass die aufgenommen werden. Das andere ist natürlich schwierig, weil wir wissen nicht, wer wirklich eine Zuflucht braucht und wer einfach nur ein schöneres Leben haben möchte oder wer hier vielleicht auch einfach nur, auf Deutsch gesagt, Unsinn machen möchte. Und davon gibt es ja leider nun auch sehr viele. Und die brauchen wir definitiv nicht. Das Ding ist... ich bin auch eine Frau. Ich habe das mitbekommen, was Silvester in Köln passiert ist. Das hat jeder mitbekommen. Man darf sich natürlich nicht einschüchtern lassen. Das Ding ist, man ist eingeschüchtert. Ich als Frau bin eingeschüchtert. Meine Tochter, 20 Jahre alt, 21 Jahre alt, ist auch eingeschüchtert. Und da, wo sie noch nicht eingeschüchtert ist, sage ich, vorsichtig. Ne? Nicht zu der Veranstaltung, nicht zu der Veranstaltung. Weiberfastnacht wird nicht in irgendwelchen Hochburgen gefeiert. Da bleibst du zu Hause oder machst was Privates. Was ich erschreckend finde, gerade heute Morgen ist mir das passiert. Ich habe mein Auto bei uns in der Wohnanlage in der Tiefgarage stehen. Habe mein Auto heute Morgen rausgeholt. Jetzt ist es gerade kalt geworden. Gehe durch die Tiefgarage und gucke mich zweimal um, weil ich einfach Schiss habe. Auf Deutsch gesagt, weil ich einfach Angst habe. Begründet, unbegründet, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich habe einfach Angst. Ich fühle mich gerade nicht besonders sicher. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Ich vertrete absolut die Meinung von der Angela Merkel als Kanzlerin, weil sie nicht anders kann. Wir müssen so eingestellt sein hier in Deutschland,
dass wir für Flüchtlinge da sind, dass wir die, ja, also aus der christlichen Sicht heraus. Allerdings, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht. Und sie muss ja versuchen, die übrigen europäischen Staaten hinter sich zu kriegen. Wenn das nicht gerät, geht die EU baden. Davon bin ich fest überzeugt, dann wird die EU auseinanderfallen. Das ist meine Meinung. Das wäre für mich sehr, sehr schade. Ja? Die Frau hat einen unwahrscheinlich schwierigen Stand, aber auch in den eigenen Reihen bröckelt es. Schade drum. Und sie musste immer wieder versuchen, sie hat ja bisher alle schwierigen Sachen gemeistert. Sie ist nicht umsonst einer der weltbesten Politikerinnen. Sie hat das mit Griechenland geschafft, waren sie auch dagegen, die hat so viele andere Dinge geschafft. Tja, nur, es kann nicht so weitergehen. Wir müssen allmählich, sonst geht es. Und wenn Schengen verloren geht, dann ist Europa weg. So, das ist meine Meinung. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt keine negativen und nichts mitbekommen, außer aus den Medien. Deswegen kann ich mir keine Meinung ausbilden. Überhaupt nicht. Ich will mal sagen, dass die Bundesregierung das ein bisschen unterschätzt hat, die Anzahl, die reingekommen ist. Und ja, es muss irgendwie alles zusammengehen, ne? Miteinander. Und das ist natürlich auch eine schwere Sache. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Ja, die ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so gut, weil die Regierung das nicht richtig handhabt, in dem Sinne wie die Frau Merkel, die ja sehr hoch gepriesen wird, das Thema handhabt. Wie sie auch andere Themen behandelt, aber das ist ein anderes Thema, aber speziell Flüchtlinge, so nach dem Motto freundliches Gesicht und Grenzen offen und keine Obergrenze, finde ich persönlich nicht gut. Des Weiteren wundere ich mich, woher das ganze Geld auf einmal kommt, dass die Flüchtlinge, ich sag mal, Flüchtlinge darf man ja gar nicht mehr sagen, es ist ja, man sagt ja jetzt Zuwanderer, wenn man Flüchtlinge sagt, ist man ja schon auch in eine gewisse Ecke gedrängt worden. Wie überhaupt, muss ich jetzt noch dazu hinzufügen, wenn man etwas gegen Ausländer, Flüchtlinge jetzt kritisch anmerkt, läuft man sehr schnell Gefahr hier in Deutschland, in die Nazi-Ecke gerückt zu werden. Und das regt mich ungemein auf, dass man hier nicht mal klipp und klar sagen kann, was Sache ist. Des Weiteren fällt mir auf, jetzt ziehen die Monate ins Land, jetzt wird schon wieder hochgerechnet, wie viel jetzt kommen werden, wahrscheinlich noch mehr als letztes Jahr. Und jetzt wird schon wieder dann so getan, oder ja, müssen wir jetzt doch was machen, müssen wir was begrenzen, müssen wir, aber Frau Merkel will keine Obergrenze, der eine sagt, aber wir müssen das reduzieren. Und so eine für mich nicht professionelle und angemessene Berichterstattung von Seiten der Medien finde ich einfach katastrophal. Und des Weiteren möchte ich noch anfügen, wenn man jetzt auch im Internet liest, die Kommentare, die man auch machen darf oder kann, bei vielen Zeitungen, Medien wird das einfach gestrichen, ne? Das ist nicht mehr erwünscht. Also gut, man braucht jetzt nicht gleich rassistisch zu werden, aber wenn man was kritisch anmerkt oder was nicht versteht, was hier in Deutschland abgeht, und ich glaube, viele Leute denken so, und dazu kommt, wenn man die Sachen nicht anspricht, dann ist das immer noch ein Nährboden für die Nazis, sag ich mal, oder die rechten Seiten. So, das ist das, was mir so einfällt jetzt erstmal. Herr Richter, wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Also ich stehe dem Thema sehr offen gegenüber. Also meiner Meinung nach sollte es keine Begrenzung oder Ähnliches geben, sondern Deutschland ist ein sehr reiches Land mitten von Europa. Und deshalb finde ich nicht, dass da in irgendeiner Weise irgendwelche Restriktionen herrschen sollten oder irgendeine Zahl. Ich finde es auch immer sehr schade, wenn ich so welche Anti-Flüchtlingsbewegungen sehe wie Pegida oder sowas. Das tut mir immer ein bisschen weh. Weil das nicht mehr im Naturell entspricht, weil ich das schade finde, dass wir in Deutschland keine wirkliche Willkommenskultur haben, von der eigentlich immer gesprochen wird. Man sagt immer, irgendwie die Leute fordern immer, dass wir uns mehr abschotten, und das würde ich eben genau nicht so sehen. Man sagt doch immer, Deutschland ist kein Einwanderungsland, aber wenn man sich dann ein bisschen die Geschichte von Deutschland anguckt, es ist ja tatsächlich so, dass es doch schon
doch schon so immer so war, dass Deutschland immer Flüchtlinge auch aufgenommen hat und auch eine lange Migrationsgeschichte hat. Speziell auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann Leute wieder zurückgekommen ist als Spätaussiedler oder anders auch. Und mit diesen Leuten wurde nicht so umgegangen, ganz im Gegenteil. Die Leute haben, besonders die Spätaussiedler, haben besondere Vorteile genossen. Ja, und deshalb kann ich es immer nicht so ein bisschen, kann ich es nicht wirklich nachvollziehen, wenn dann Leute auf die Straße gehen, für Leute, die wirklich Schutz suchen bei uns und auch die Hilfe brauchen, dann so einfach abgelehnt werden. Und gut, vielleicht noch das natürlich, was mir dann besonders natürlich irgendwie ein bisschen wehgetan hat, waren die Vorfälle in Köln, auf die man natürlich dann auch zu sprechen kommen muss. Ja, also das ist natürlich wirklich schade, dass sowas passiert, und das gibt natürlich nur noch weiter Öl so ein bisschen in die Flammen oder für die Leute, die da sowieso irgendwie kontra sind. Und das kann man nicht wegdiskutieren, dass das Leute mit Migrationshintergrund waren, nur mir liegt es da irgendwie fern, dann direkt alle Leute da über einen Kamm zu scheren irgendwie. Und ja, das fand ich einfach unfassbar schade, was da passiert ist, und ja, gerade auch vielleicht, dass das jetzt so ein bisschen auf den Schultern der Opfer auch ausgetragen wird. Ne? Da wird dann irgendwie was Politisches draus gemacht, was für die Opfer auch einfach unfassbar schwierig ist, ja? Weil die was unfassbar Schwieriges auch erlebt haben. Ja. Aber prinzipiell würde ich nochmal dann abschließend sagen, dass ich auf jeden Fall ganz klar pro Flüchtlinge bin. Und ja, ich denke auch, eigentlich muss man, sehe ich Merkel tatsächlich ein bisschen kritisch, aber ich finde es gut, dass sie ihr Ding durchzieht noch so und sagt, wir schaffen das, und wir schaffen das auch, bin ich mir ganz sicher. Man muss nur den Leuten Zeit geben und Möglichkeiten geben, sich zu integrieren, und der Großteil der Leute will das auch. Ich bin gerade eben an der Sprachschule hier vorne in Dortmund vorbeigegangen, habe wieder sehr viele Leute gesehen, die versuchen, sich zu integrieren und die Sprache lernen, und ich denke, das ist der Großteil der Leute, und man sollte sich von den paar Leuten, die sich nicht integrieren wollen und das kein Interesse daran haben, sich in unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft einzuordnen, sollte man sich nicht ablenken lassen, würde ich sagen. Ja. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Flüchtlinge in Deutschland? Ich finde, dass jeder Mensch, der zu Hause Leid empfinden muss oder nicht in Sicherheit leben kann, und dass diese Menschen ein sicheres Zuhause haben dürfen. Und wir hier in Deutschland haben ein extrem sicheres Zuhause, alle. Wir leben alle im absoluten Überfluss. Und deshalb finde ich, sollte jeder Flüchtling die Möglichkeit haben, und hier mit offenen Armen empfangen zu werden. Und ja, ich finde gerade, dass jeder Mensch hier in Deutschland sich bewusst machen sollte, was die Menschen für ein Leid erleiden. Die leben im Krieg, die Männer müssen jeden Tag Angst haben, mit in den Krieg einbezogen zu werden, oder sie sind schon längst drin. Ich habe Aufnahmen gesehen von Dörfern, wo fast nur Kinder leben, wo siebenjährige Mädchen ihre kleinen Töchter hochziehen. Und das kriegen wir halt alles gar nicht mit, weil es nicht gezeigt wird. Es geht so viel auch in den Medien vorbei, was wir gar nicht sehen, was uns vorenthalten wird. Die Menschen leiden dann nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch viele andere Dinge. Und ich finde, dass es hier in Deutschland viel zu wenig, es wird genug thematisiert, aber die falschen Sachen werden thematisiert. Es wird zu wenig von dort berichtet, und die Menschen, die hier hinkommen, werden viel zu schnell abgestempelt. Alle werden unter einen Kamm geschert. Wenn jeder deutsche Staatsbürger einen klitzekleinen Teil leisten würde und ein klitzekleines bisschen sich einsetzen würde für Flüchtlinge, und ich habe beispielsweise Kleidung von mir, Alter, einfach gesammelt und dahin gebracht. Das ist nicht viel, das weiß ich selbst, aber es ist wenigstens ein klitzekleines bisschen so, und ich finde, jeder von uns sollte das machen, und nicht nur ein paar Leute. Und wenn jeder seinen Teil leisten würde, dann wäre es wesentlich, dann wäre die ganze Integration der Flüchtlinge besser möglich. Weil dadurch, dass wir, oder dass viele Menschen, ich nenne jetzt mal die Pegida, dass die so anti sind und dass da wirklich gegen gekämpft wird sozusagen, gegen Menschen. Menschen kämpfen gegen Menschen.
Das verstehe ich nicht und da habe ich definitiv kein Verständnis für. Ich habe letztens nach der Pegida-Demo in Köln mit vielen Leuten in der Bahn gesessen und mir angehört, was da so für Meinungen, also was die Leute erzählt haben. Und da habe ich einfach verstanden, dass sie nichts verstanden haben. Ich habe darüber eine Hausarbeit in der Uni geschrieben und mich damit wirklich relativ innig befasst mit dem ganzen Thema. Und wenn die Flüchtlinge, also wenn die Pegida-Leute so eine Meinung haben, ich finde, dann sollten sie sich ein bisschen besser damit beschäftigen und gucken, wo die Leute auch herkommen und nicht nur einfach sagen, ey, die sind scheiße, die sind hier nicht willkommen, die sind alle böse und die überfallen unsere Frauen. Das ist einfach, dafür habe ich kein Verständnis und deshalb nochmal ein Appell an alle, die das hier gerade hören, macht irgendwas. Ja.